Okay, so, wo sollen wir hin? Riecht nach Polizei. Da sollen wir hin. Gut, dann gehen wir da hin. Einmal bitte meine private Bahn. Dankeschön. Ja, natürlich, ganz cool in seine private Bahn. Sieht ja auch lecker aus, über der Müll. Naja, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Jensen, was ist los? Was machen Sie hier? Miller meinte, ich sollte Sie suchen. Dachte, Sie hätten Probleme. Dachte er? Hat er das so gesagt? Ich bin nämlich nicht schuld. Nicht? Was ist passiert, Smiley? Erst leite ich da drin die Show und plötzlich werfen sie mir vor, ich würde Beweise manipulieren. Ich? Ist das zu glauben? Das würde ich niemals tun, Adam. Niemals! Es ist unser Tatort. Richtig. Aber sagen Sie das denen mal. Als sie die Waffen gezogen haben, habe ich den Mund gehalten und bin gegangen. Ich und Beweise manipulieren? Wahrscheinlich vernichten die gerade die paar Beweise, die es gibt. Zuerst habe ich ja gedacht, es ging um Sonja. Sonja? Sonja wer? Uff, nur ein Mädchen, dem ich Englischstunden gebe. Ihr Mann hält sie für seinen Besitz. Sie kennen das ja. Smiley. Okay, zurück zu dem Fall. Ich glaube, ich habe da drin was gefunden. Etwas Großes, das völlig neue Perspektiven eröffnen könnte. Aber dazu brauche ich den Scan des Explosionsbereichs. Und darum ist es gut, dass Sie hier sind. Machen Sie doch bitte den Jensen und beschaffen Sie mir das Ding. Machen Sie mir den Jensen? Alter. Also, womit haben wir es hier zu tun? Eine Explosionsstelle. Überall Trümmer und jede Menge Cops. Wenn Sie an den Drehkreuzen und Sicherheitskontrollen vorbei sind, haben Sie freien Zugang zum Reisebüro. Und dort ist der Scan. Es sollte Sie nur niemand sehen. Wie viele Polizisten sind da drin? Keine Ahnung. Mehrere? Sie hatten alle Knarren, deshalb habe ich sie nicht gezählt. Mindestens einer trug einen Exo-Anzug. Die schießen bestimmt zuerst und begraben dann die Leichen. Machen Sie mal den Jensen, da komme ich jetzt nicht drüber hinweg. Was ist Ihrer Meinung nach auf diesem Scan? Das ist ein Beweis, Jensen. Ein 3D-Massenspektrometer-Scan der Explosionsstelle. Und? Und hätte ich eine Minute mehr Zeit gehabt, hätte ich ihn jetzt bei mir und würde es rausfinden. Der Umstand, dass ich ihn nicht sehen soll, macht ihn noch interessanter und wichtig. Na gut. Wir brauchen diese Beweise. So ist es, genau. Gute Einstellung. Wir brauchen sie, aber sie können nicht einfach reingehen und danach fragen, weil sie bei Interpol und noch dazu argumentiert sind. Nach dem Anschlag gibt es hier kaum noch Fans von einem... Ne. Okay, wo finde ich sie? Das Forensikteam hat sich im Reisebüro eingenistet, das heißt, in den Resten davon. Sie gehen rein, nehmen das DSD mit dem Scan und verschwinden. Kein Problem. Das könnte eine Weile dauern, Smiley. Schon klar. Ich gehe zurück ins Hauptquartier. Viel Glück. Und kein Wort darüber zu Miller, okay? Okay. Okay. Ja, wenn du das sagst. Wir versuchen direkt mal irgendwie hintenrum dahin zu kommen. Tastenfeld. Hacken. Nimmt Hacken den Schrecken. Genau. Jetzt verstärken wir. Okay. So. Tschüss, Jungs. Viel Spaß. Okay, hier wird wieder irgendwas. Schnipp. Zum Blitzen gebracht. So. Was haben wir denn hier? Ein PDA. Hey, weg. Ich brauch dich drüben. Am Bahnhof Kappeckbrunn.
Einer der Shutter-Werbenden hat sich krank gemeldet. Mit 3998 kommst du rein, danke, ich wollte was. Wilhelm. Der kleine Wilhelm. Okay. Können wir irgendwas machen? Außer alles runterschmeißen? Ah, guck mal da. Ja, Jungs, ist okay. Ihr wackelt. Och, nö. Nö. Bleh. Alter. Toll. Da kommen wir also nicht durch. Aber warum verfolgt mich das Zeug? Naja, gut. Dann halt doch anders. Gut, dass wir das hier gehackt haben. Naja. Wir sollten unbedingt was gegen das Gift tun. Was haben wir denn hier? Vielleicht kommen wir hier irgendwo lang. Alter, die Kartons da drin, ne? Die machen ganz schön Krach. So. Aha. Kommen wir hier vielleicht irgendwie weiter? Da. Schau mal eine an. Sicherheitsbereich. Okay. Das war die Musik. Mensch. Security. Hacken. Ah, gucken, wo müssen wir denn da hin? Oh, ich sehe wieder gar nichts, ne? Warte. Okay. Na komm. Na komm schon. Was macht denn der da? Ich habe keinen Versuch mehr, wenn ich da nicht rankomme. Was haben wir denn hier freigeschaltet? Intelligen-Aufnahmen. Sehr geehrter Herr Blume, die von Ihnen geschickten Intellicam-Daten scheinen beschädigt zu sein. Wir können sie nicht dekodieren. Können Sie auf einen anderen Weg erneut schicken oder war es das? In diesem Fall müssten wir Sie noch einmal alles überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Systeme ordnungsgemäß funktionieren. Falls Sie unsicher sind, was Sie tun sollen, können wir auch jemanden schicken. Sollten Sie Fragen oder Kommentare haben bzw. Hilfe benötigen, melden Sie sich bitte umgehend bei uns. Ventrek, Polizeitech. Nach dem tragischen Bombenausschlag auf dem Bahnhof in dieser Woche haben wir keine andere Wahl, als unsere Sicherheitsprotokolle in allen U-Bahnhöfen zu überprüfen, um herauszufinden, wieso was passieren konnte. Da sind externe Sachverständiger bestellt. Wir werden mehrere Notfälle simulieren. Es werden Einzelgespräche geführt. Ein Team von Technikern wird unser Sicherheitssystem auf Fehlern und Schwachpunkte überprüfen. Wir hoffen, dass sich daraus am Ende eine einfache Lösung ergibt und allen ermöglicht, wieder konzentriert zu arbeiten. Diese Übungen sind keine Schikane, sondern sollen verhindern, dass so ein furchtbarer Anschlag erneut passieren kann. Wir werden in den nächsten Tagen einzeln wegen Gesprächstermins kontaktieren. Danke. Achtung an alle Mitarbeiter. Code P61 am Palisadenbahnhof. Wer ein paar Überstunden machen möchte, sollte auf diese Nachricht antworten und sie umgehend auf den Weg zum Palisadenbahnhof machen, damit wir den Überhang meistern und die Menge unter Kontrolle halten. Okay.
könntest echt mal aufhören, immer die Waffe zu ziehen. Ciao. Ciao. Ob ich es nochmal versuche? Warte, ich speichere nochmal vorher. Dann habe ich vielleicht nochmal die Chance. Hallo, mein Name ist gestellt. Tracing-Programm initialisiert. Nein. Shit. Oh shit. Oh shit. Ich frage mich gerade, ob ich danach wieder drei Versuche habe. Ich warte das mal kurz ab. Naja, mach dir mal. Bibo, Bibo. Ich hab hier aber auch nichts. Inventar. An Augmentierung momentan. Okay. Dann haben wir das beendet. So, jetzt gehe ich hier nochmal bei. Und ich habe wieder drei Versuche. Was ist denn Nuke zum Beispiel? Was? Hallo, mein Name ist gestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewährt. Ah, so geht doch. Geht doch. Machen wir erstmal die Kameras aus. Alarm auslösen. So, Alarmtafeln deaktivieren. Haben wir das erstmal so gemacht? Der schwarze Hut? Kommen wir überhaupt hier weiter? Da drüben geht's wieder irgendwo rein. So. Ich hoffe, dass das funktioniert, so wie ich es mir denke. Lüftungsschacht. Das ist ja der Bereich, wo die ja, das ist ja nicht das Reisebüro. Okay. Wo genau muss ich denn überhaupt hin? Bahnsteig, Server. In die obere Ebene. Okay. Da. Versuche ich mal hier durch ihn wieder hinzukommen. Hier Hecken. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Machen wir mal so. Okay. Zugangskarte verloren. Schon mal auf der Toilette nachgesehen. Da verbringst du doch den Großteil deiner Schicht. Hallo an alle, aus irgendeinem Grund habe ich meine Zugangskarte verloren. Ja, ich weiß schon. Falls sie jemand findet, sollte sie bitte zurückgeben. Oder auf meinen Tisch legen, danke. Hallo an meine Mitarbeiter, solange die Staatspolizei die Ermittlungen, bla bla bla. Falls sie keine direkte Anweisung oder keinen gerechtfertigten Grund dazu haben, sich am Bahnhof aufzuhalten, bleiben sie bitte von ihm fern. Bis sie offiziell zurück.
Rückkehr aufgefordert wurden. Mhm. Ein Bombenanschlag. Alle Mitarbeiter. Nachricht an ihre persönliche Kontaktadresse. Keep. Und das ist das, was wir schon kennen. Jetzt hör doch mal auf, immer dir eine Waffe zu ziehen, Mitch. So, da waren wir drinne. Warte mal, hier ist ja eigentlich kein Sperrgebiet mehr, ne? Was passiert, wenn ich jetzt hier einfach dran vorbei will? Ich will es einfach nur mal probieren. Okay, die machen nichts. Dann, wenn die nichts machen. Okay. So. Vielleicht kommen wir hier durch. Wieder weiter. Was heißt hier? Zugangskarte. Zugangskarte für den Sicherheitstrakt der U-Bahn-Station. Okay. Nein. Dafür bin ich wieder nicht stark genug. Wo wird denn das dahinter wieder irgendwas ist? Ja, oder nicht? Hör doch mal auf. Lass da haben. Gut, dann nicht. Aber hier gibt es kein Durchkommen. Was ein Krach hier gemacht wird. Aber es wundert mich, dass die Polizisten da so einfach cool stehen bleiben. Ich versuche gleich mal da einfach durchzugehen. Mal gucken, was passiert. Vermutlich fangen die an zu schießen. Zumindest gehe ich davon aus. So, gehen wir mal dahin. Und dann versuchen wir gleich mal hinter dem Herd zu gehen. Natürlich so, dass er uns nicht sieht. Ja. Zu viel dazu. Hat ja geklappt. Wir haben zur Unterstützung Ihrer Ermittlungen, wie verlangt, alle Anmeldedaten überschrieben. Der Zugangscode für den Sicherheitsraum der Station lautet jetzt 8066. Naja, gut. Ja, dich packen wir mal hier drinne. Hat ja wieder wunderbar geklappt. Nicht. Aber ich glaube, das hätte ich sowieso nicht anders machen können, weil spätestens hier wäre er stehen geblieben. Um mir das jetzt mal schön zu reden. So. Höre ich jetzt schon Stimmen? Moin. Komm, steh nicht so an. Ist ja nicht so, als wenn das wehgetan hätte. So. Aber hier komme ich irgendwie gar nicht weiter, kann das sein? Da hat sich das ja auf jeden Fall gelohnt, dass ich die Leute hier ausgenockt habe. Also, ein Geist bin ich ja nicht. Noch ein PDA. Aufgrund des Anschlags mussten unsere Server neu gestartet werden. Um sicherzustellen. Ach, das haben wir ja schon.
Also man konnte auf jeden Fall zu diesem Code. Ob man den jetzt ausknockt da draußen oder nicht. Aber das bringt mir ja nichts. Die Dinger haben wir ausgeschaltet. Wo soll das denn dann weitergehen? Ich kann ja jetzt nicht einfach da durchlatschen. Wie soll ich dann an denen vorbeikommen? Beobachte die mal ganz kurz, ob der sich überhaupt umdreht. Aber das sind drei Stück. Die werden sich ja immer gegenseitig beobachten. Ja, verstehe ich gerade nicht, wie man da ohne Probleme durchkommen soll. Ja, ich versuche da einfach mal durchzugehen. Vielleicht sagen die ja, ach, du bist ja hier der Johnson von der Interpol. Kommst du durch? Verschwinden Sie! Okay. Vielleicht aber auch nicht. Hä? Ich übersehe doch irgendwas hier schon wieder. Nur was? Da komme ich nicht durch. Hier gibt's nix. Und hier gibt's auch nichts, wa? Was haben wir hier? Ein Farbeimer. Und da hinten komme ich nicht durch wegen diesen Rauchkram. Komme ich hier vielleicht runter? Ich gucke immer nur oben. Vielleicht kommt man ja auch unten rum. Nö. Auch nicht. Das verstehe ich nicht. Kann ich die Server abschalten? Genau, erstmal die Server ausschalten. Brauch sowieso kein Mensch. Naja, also hier komme ich auch nicht durch. Hier war ich auch drin, hier komme ich auch nicht durch. Waffenschrank. Soll ich mich da jetzt durchballern? Wäre ja schon fast die Alternative. Ja, toll. Jetzt bin ich wieder hier. Verstehe ich nicht. Jetzt sind wir mit ihm rede. Ich war schon spät dran und jetzt muss ich zu Fuß durch die Stadt. Ja, das ist natürlich traurig. Nechci být neslušnej. Možná to tak nevypadá, ale máme práci. Ja, ist okay, dann arbeite weiter. Von Anfang zu heulen. Gut, das hat ja auch keinen Sinn. Da komme ich nicht durch. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Außer den da auszunocken, fällt mir jetzt gerade nichts ein, wie ich da durchkommen soll. Was haben wir denn hier noch? Verkaufsobjekt? Okay. Mein, ja, super.
Aber hier geht's doch nirgends weiter. Wo bin ich denn blind blöd? Vielleicht kann man das hier kaputt hauen, wenn man denn hier starke Arme hat oder so. Das ist natürlich möglich. Aber das habe ich ja momentan hier nicht. Achso. Dö. Also, irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Oh, guck mal. Da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Gut, ich werde hier mal ein bisschen rumprobieren. Und, würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.